Erst Montana Black mit seiner 160.000 Euro Geldstrafe plus Anzeige. Dann Kelly Mrs. Vlog mit ihrem YouTuber-Nervenzusammenbruch. Und jetzt gerade ist seit 48 Stunden auf Platz 1 der deutschen YouTube-Trends das Video von Anton namens Drogen, Schulden und Schwester-Video. Wieso mein Leben die Hölle ist. Im heutigen Video gibt es dazu mein Statement, mehr oder weniger. Zu Beginn möchte ich erstmal sagen, dass ich selbst kein Psychologe oder Therapeut oder ansatzweise kluger Mensch bin. Ich bin eigentlich echt einfach nur dumm wie Scheiße. Allerdings bin ich selber hauptberuflich YouTuber und kenne zudem auch noch Kelly und Anton persönlich und wollte dementsprechend einfach so ein bisschen reden heute. Anton hat hier sogar auf meiner Unterschriftenwand da oben unterschrieben. Direkt unter Angela Merkel. Nie wieder CDU, Alter. Ich fange jetzt mal vorne an, und zwar, woher kennen Anton und ich uns überhaupt? Die Sache ist, dass wir uns nie so richtig kennengelernt haben, dadurch, dass wir wirklich aufeinander zugegangen sind und gesagt haben, hey, lass uns zusammen mal ein Video drehen, wir sind beide YouTuber. Ich weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Anton und ich machen beide schon sehr lange YouTube-Videos, also schon seit über 5 Jahren. Und damals war die YouTube-Szene wirklich noch viel kleiner und intimer, als es das Ganze jetzt ist. Von daher haben wir uns dahingehend halt einfach auf Messen, Treffen, Videodays etc. ab und zu gesehen. Zudem waren wir zusammen auf einem Adidas-Event mit dem FC Bayern München damals, haben uns sehr lange unterhalten und haben quasi den kompletten Abend zusammen verbracht, waren danach noch in einer Bar und zudem war er auch, als wir bei den Videodays waren, waren wir alle zusammen auf einer Spotify-Party, wonach er halt auch noch mit hier war, mit Sonny und Marcel und Julo und so noch, und dann haben wir hier noch was getrunken und so. Also Visca Barca ist jetzt keine typische YouTube-Bekanntschaft von mir, von wegen, hey, wir kennen uns gegenseitig, haben uns abonniert und haben mal ein paar Videos voneinander geliked, sondern wir haben auch schon in Real Life was zusammen unternommen. Also das erstmal zum Verhältnis von Anton und mir. Wir sind jetzt nicht so krass befreundet, dass wir uns jetzt jeden Tag schreiben würden und uns gegenseitig zum Geburtstag einladen würden und so weiter und so fort, aber wir sind halt so, dass wenn wir bei einem Event zusammen sind, unterhalten wir uns halt auch extrem lange. Genau das gleiche Verhältnis habe ich eigentlich auch mit Kelly. Wir kennen uns auch nur bei YouTube und machen beide schon sehr lange YouTube. Zudem sind Kelly und ich im gleichen Management und sind dementsprechend auch oft bei den gleichen Kampagnen zusammen. Aber mit Kelly ist das auch so eine Freundschaft, dass wir uns jetzt nicht jeden Tag schreiben, hey, wie war dein Tag, und wir gehen zusammen ins Fitnessstudio und abends lackieren wir uns gegenseitig die Fußnägel, what the fuck. Allerdings habt ihr, glaube ich, so vom Ding her verstanden, in welcher Beziehung ich zu Anton und zu Kelly Mrs. Vlog stehe. Zu Montana Black habe ich gar keine Beziehung, habe ich, glaube ich, sogar noch nie irgendwo gesehen. Ich verfolge ihn auch nicht auf YouTube und so weiter und so fort. Also das ist eine Person, die mir sehr fremd ist, ehrlich gesagt. Allerdings soll es im heutigen Video auch gar nicht um Kelly oder Monte gehen, aber allgemein um dieses Thema YouTube und was dahinter steckt. Also Stress, Steuern und... ja, Stress und Steuern beschreibt es schon ganz gut. Allerdings erstmal an die ganzen Leute, die dieses Video von Anton, dieses 1 Stunde 14 Minuten lange Video nicht gesehen haben. Hier eine kurze Zusammenfassung von mir. In dem Video ging es darum, dass Anton seinen Abonnenten seine bisherige YouTube-Laufbahn erklärt hat und gesagt hat, wie eins zum anderen kam. Da hat er halt gesagt, dass er zu Beginn einfach aus Jux und Dollerei angefangen hat, so wie, denke ich, jeder YouTuber damals. Allerdings hat er halt nicht nur gesagt, yo, ich habe damit angefangen, mit Call of Duty war es, glaube ich, und habe mir dann meine Leidenschaft für Fußball entdeckt, habe ab und zu auch Stadion-Vlogs gemacht etc. Er hat es nicht so erklärt, sondern er hat gesagt, was auch dazwischen hinter den Kulissen passiert ist. Und da ist anscheinend einiges passiert. Er hat gesagt, dass seine Schwester und der Mann seiner Schwester, also sein Schwager, ihn persönlich relativ häufig um größere Geldbeträge gebittet haben. Und meinten, hey Anton, wir haben hier super Geschäfte, leih uns mal Geld, du kriegst auch safe alles zurück. Einmal dürft ihr raten, wer nichts zurückbekommen hat. Ja, Anton. Er sagt also in seinem Video, dass er jahrelang immer seiner Schwester und seinem Schwager Geldsummen überwiesen hat, gegeben hat für irgendwelche Projekte, von denen er nie Bescheid wusste, aber er hat ihnen halt vertraut, weil es Familie war. Zudem war er auch noch finanziell in einigen verstrickten Lagen, in denen er beispielsweise ein riesiges Haus in München abbezahlen musste. Dann hatte er auch noch irgendein Streaminghaus mit Freunden, so ein Gaminghaus, was er auch noch bezahlen musste. Er hat allgemein immer alle Kosten getragen, die auch anfielen, auch wenn es so Kleinigkeiten waren, wie Essen bestellen oder so, das läppert sich ja. Und diese ganze psychische Belastung hat ihn dazu verleitet, halt auch Marihuana zu konsumieren. Also ab und zu täglich einen zu smoken. Und letztendlich war er mehr oder weniger so verzweifelt, dass er ein Video online gestellt hat, was er, glaube ich, nie hätte online stellen dürfen. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, das war dieses Schwester-Video, wo er seine Schwester ziemlich komisch dargestellt hat. Daraufhin hat Anton relativ viel Hate geerntet, allerdings meiner Meinung nach auch zu Recht. Bin ich ganz ehrlich. Anton, ich weiß, du wirst dieses Video hier gerade sehen. Ich mag dich unfassbar gern als Menschen. Darauf werde ich auch gleich nochmal kurz eingehen. Allerdings war dieses Video, und das weißt du auch selbst, ein kompletter
Schuss in den Ofen. Das Video hat er zum Glück nach einiger Zeit wieder gelöscht und um euch ganz kurz zu sagen, worum es darin ging, er hat seine Schwester vorgestellt auf YouTube seinen Abonnenten, allerdings nicht von wegen, hey, wir setzen uns zusammen vor die Kamera, was sein ursprünglicher Plan war, von wegen, wir beantworten ein paar Fragen, erzählen was aus der Vergangenheit etc. Nee, er hatte seine Schwester im Bad gefilmt, wie sie sich umzieht, wie sie von unten gefilmt wird mit hohen Schuhen, wie sie da irgendwie in Kleidern rumläuft, halb nackt gefühlt und das... Ja, das wirkte so von wegen, hey, das ist meine Schwester, sie ist ein Objekt. In dem Video, was Anton jetzt allerdings vor einigen Tagen hochgeladen hat, hat er gesagt, dass auch er selbst gar nicht dieses Video hochladen wollte, sondern dass eine Idee von seiner Schwester und seinem Schwager war. Die wollten dieses Video so drehen. Sein Schwager hat wohl auch viele redaktionelle, regisseurische Elemente dort übernommen bei diesem Video. Von daher kam es eigentlich gar nicht wirklich von ihm. Keiner seiner Kollegen hatte die Weitsicht, ihm zu sagen, hey Digga, das könnte eventuell ein bisschen Hate lostreten. Alle haben gesagt, das Video ist cool, Anton hat es online gestellt, es hatte unfassbar viele Dislikes. Bin ich ganz ehrlich, zu Recht hatte es so viele Dislikes, weil dieses Video einfach abgrundtiefe Scheiße war. Und die Resonanz auf dieses Video hat Anton dann natürlich noch weiter in sein Loch geschmissen, wo er eh schon finanziell drin war, durch den ganzen Stress drin war, mit den ganzen Gedanken von wegen, hey, ich muss noch das abbezahlen, ich habe hier noch die Schulden, meine Schwager und Schwester, die schulden mir seit Jahren Geld. Dann kam halt noch dazu, dass seine Community ihn jetzt auch nicht mehr gefeiert hat, weil er halt dieses bescheuerte Video da rausgebracht hat. Daraufhin ist Anton in ein Loch gefallen, hat sich zwar immer noch ab und zu von dem Geld, was er verdient hat, irgendwelche Versace Markenklamotten gekauft, er hat sich ein Mercedes AMG geleast über das VIP-Leasing. Allerdings waren das alles nur Einkäufe und Events, die er besucht hat, beispielsweise bei irgendwelchen Fußballspielen, um ihn selbst von der Realität abzulenken. Dementsprechend hat er halt auch Gras konsumiert etc. Das war so grob die Zusammenfassung seines Videos. Natürlich ging jetzt meine Zusammenfassung auch über mehrere Minuten. Allerdings hat er natürlich auch in einem 1-Stunden-Video eine Menge Infos verpackt, die ich jetzt hoffentlich mehr oder weniger grob zusammengefasst habe für euch. Was ist jetzt allerdings meine Intention mit diesem Video hier gerade? Ich versuche es tatsächlich ein wenig zu helfen. Ich habe mir wirklich noch nie ein so langes Video, also ich meine, es geht 74 Minuten, ich habe mir noch nie so ein langes Video so konzentriert auf YouTube angeschaut. Ich habe einen Kommentar unter das Video geschrieben und auch Anton auch auf WhatsApp geschrieben. Allerdings geht es mir in diesem heutigen Video einfach nur darum, weil ich halt in letzter Zeit gesehen habe, yo, vor einigen Wochen Kelly haut dieses Video raus, YouTuber Nervenzusammenbruch, wo sie darüber berichtet, dass sie den absoluten Leistungsdruck erlebt. Monte haut ein Video raus von wegen, er wusste nicht, wie man richtig versteuert und hat jetzt mega viel Scheiße und Dreck am Stecken. Und jetzt kommt Visca Barca mit dem Video an und meint, yo, ich spiele zwar immer den lustigen Menschen hier, aber ich lasse mal die Fassade fallen, weil mir geht mega viel hinter den Kulissen gerade ab. Diese drei Videos der letzten Wochen haben mir so ein bisschen gezeigt, dass immer mehr YouTuber jetzt nach den vielen Jahren checken, was YouTube wirklich mit einem macht und was es bedeutet. Ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass ich YouTube angefangen habe, als ich noch zur Schule gegangen bin. Weil ich glaube, wenn ich irgendwie schon gearbeitet hätte und ich hätte durch YouTube mein erstes Geld verdient und ich hätte gesehen, bam, das ist mehr, als ich mit meiner Arbeit verdiene. Ich mache mich direkt selbstständig. Ich glaube, das wäre nach hinten losgegangen. Ich bin da wirklich sehr froh darüber, dass ich auch damals nach meinem Abi direkt gesagt habe, hey, ich könnte zwar jetzt mit meinen YouTube-Einnahmen easy leben und müsste nicht noch nebenbei arbeiten gehen, aber ich habe mir gesagt, Luca, du fängst an zu studieren und du ziehst das durch, 3 Jahre lang. Durch mein Studium habe ich unfassbar krass gelernt, wie sehr man YouTube als Beruf und als Arbeitgeber schätzen sollte. Also, das war wirklich Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau, als ich da damals in der Uni saß, morgens von 9 bis 13 Uhr, dann hustle ich nach Hause, nehme schnell mein Video auf, hatte so einen Zeitplan nacheinander gestrickt, nehme mein Video auf, lade das hoch, gehe danach wieder in die Bib, lerne am nächsten Tag Praktikum, dann irgendwie 3 Stunden Schlaf, damit ich dann morgens um 5 Uhr aufstehen kann und noch ein Video raushasseln kann. Das ist ein enormer Leistungsdruck, den man sich selbst zufügt, aber ich bin ganz ehrlich, dadurch sieht man, was YouTube ist und lernt es, das Ganze zu schätzen. Deswegen eben zu Kellys Video, dazu habe ich ja bisher noch gar nichts gesagt und jeder YouTuber hatte sich ja damals dazu geäußert und hat seine Sicht der Dinge präsentiert. Ich konnte das Video von Kelly nicht nachvollziehen. Also ich weiß halt, wie es ist, wenn man jeden Tag zum Praktikum muss, morgens von 8 bis 18 Uhr nach Düsseldorf fahren und dann dort arbeiten und dann wieder zurück nach Köln fahren und dann noch irgendwie ein Video hinkriegen und noch soziale Kontakte und Gym und Uni nebenher. No shit, da checkt man wirklich erstmal, wie dankbar man für YouTube sein sollte und dass man sich in keinster Weise meiner Meinung nach beschweren sollte. Das ist jetzt auch noch kurz eine Sache, die habe ich vergessen zu sagen, als ich das Video aufgenommen habe, deswegen jetzt hier im Nachhinein. Man hat ja auch bei YouTube das Privileg, dass man keinen direkten Arbeitgeber hat. Also man erlebt jetzt nicht so einen Leistungsdruck von wegen, hey, diese Arbeit muss fertig sein bis 18 Uhr. Man hat ja nur den Leistungsdruck, den man sich selbst setzt.
Nur man selbst ist der Leistungsdruck. Deswegen, Kelly, falls du das hier sehen solltest, das ist überhaupt nichts gegen dich persönlich. Ich mag dich persönlich echt gerne. Du bist einer der nettesten Menschen und der nettesten YouTuber in Deutschland, die ich wirklich kenne. Aber dieses Video, das kam wirklich ja auch bei vielen sehr rüber, von wegen verwöhnte Göre. Ich weiß, was Kelly meint, und ich hatte auch schon Zeiten, wo ich in einer Woche dreimal nach Berlin fliegen musste zu irgendwelchen Drehs und musste dann auch Videos machen und bla bla, aber es ist immer noch schöner, finde ich. Es gibt andere Leute, die stehen in der Zeit, machen Fließbandarbeit. YouTube und Fließbandarbeit, ihr wisst, was ich meine. Dahingehend auch nochmal eben zu Monte, seinem 160.000 Euro Strafe, Steuern nachzahlen etc. pp. Video. Ich bin zum Glück in der Lage, dass mein Vater selber auch selbstständig ist und er mir viel mit auf dem Weg geben konnte für meine selbstständige Karriere auf YouTube. Und das Hauptding, was er mir wirklich über die Einnahmen beigebracht hat, die ich erziele über YouTube oder die ja jeder irgendwie erzielt, ist: Luca, rechne nur mit der Hälfte. Wenn du einen Deal hast für 200.000 Euro, rechne mit 100.000 Euro, die nachher dir gehören. Also dieses Hauptding, was er mir wirklich beigebracht hat, ist: Luca, rechne immer mit der Hälfte. Da kann dir nichts passieren. Und seitdem weiß ich, wenn ich einen Deal habe, 200.000 ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn ich jetzt einen Deal habe für 80.000 Euro, dann weiß ich, okay, 80.000 Euro ist eine Menge, aber ich rechne, dass ich 40.000 daran verdiene, was immer noch unfassbar viel ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum Leute Steuern hinterziehen. Hey, ihr verdient doch immer noch voll viel. Und mit Leute meine ich jetzt zum Beispiel Cristiano Ronaldo oder Uli Hoeneß. Ob du jetzt ein paar Millionen abgibst oder nicht, Alter, das bricht dir auch keinen Zacken aus der Krone. Was ich damit nur sagen möchte, ist: Leute, denkt immer daran, wenn ihr irgendwelche Einkünfte habt. Also ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Tipp für, oder was heißt Tipp? Das ist fucking deutsches Gesetz. Wenn ihr angehender YouTuber seid, und gerade wenn man YouTuber ist, hat man Einnahmen aus allen möglichen Quellen, von allen Seiten. Also ich meine, bei mir ist es so, ich habe meinen Shop, ich habe Kooperationen, ich habe meine YouTube-Werbung. Dann kommt jetzt seit neuestem auch noch der Epic Games Fortnite Supported Creator Code dazu. Dann kommen noch irgendwelche Barter-Deals dazu. Dann kommen noch Twitch-Einkünfte dazu. Das sind 6 Einnahmequellen, die mir jetzt einfach so auf Anhieb eingefallen sind. 6 Seiten, von denen Geld kommt. Und solche Argumente von wegen, hey, das waren Twitch-Spenden, die muss ich nicht versteuern. Das ist, sorry Monte, das ist einfach dumm. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das muss man halt immer wieder so sagen. Und ich glaube, der größte Tipp, den man jemandem geben kann, ist wirklich einfach zu sagen, hey, wenn du was verdienst, die Hälfte gehört dir. Und den Rest, der gehört Deutschland. Das nur eben kurz zu dem Monte-Video. Und weil ich halt wirklich sehr, sehr viele YouTuber sehe, gerade auch in Deutschland, die meines Erachtens nach sehr doll über ihren Maßstäben leben. Und dahingehend jetzt zurück der Bogen zu Viscabasas Video, was man bei ihm auch immer rausgehört hat, ist, er hat sich diese Sachen auch teilweise geleistet, sei es jetzt Versace-Klamotten oder ein Mercedes-AMG, einfach weil es auch so vorgelebt wird. Mittlerweile gibt es weniger YouTuber in Deutschland, die keinen Mercedes-AMG fahren, als welche, die einen fahren. Natürlich auch wegen dieses Mercedes-VIP-Leasings. Also es ist so ein Leasingprogramm von Mercedes, wo du halt krasse Konditionen hast. Finde ich absolut dumm, das in Anspruch zu nehmen. Sorry, aber das ist wirklich meine Meinung, und das gerade ist ja auch mein Statement. Wenn jetzt ein anderer YouTuber sagt, hey, ich will unbedingt für 2 Jahre Mercedes-AMG fahren, dann baller ich das Geld halt einfach raus jeden Monat. Und so denken halt leider ziemlich viele YouTuber in Deutschland. Ich kenne auch einige, die sich wirklich direkt, als sie ihre ersten Einnahmen hatten, direkt eine Rolex gekauft haben. Dann Mercedes-AMG, und ich denke einfach nur so, hey, wie setzt die Person die Prioritäten? Ich glaube, ich schweife gerade so ein bisschen vom eigentlichen Thema ab. Worum es mir eigentlich ging bei den 3 Videos zusammen, die ich gesehen habe, ist, dass YouTube, und das wird mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich vielen Zuschauern von euch klar, dass YouTube nicht einfach Zuckerschlecken ist. Es ist sehr viel Stress, der sich hier oben abspielt. Ich habe totalen Respekt vor Leuten, die jeden Tag auf den Bau gehen und wirklich mit ihrer Kraft irgendwelche Steine von A nach B tragen und beispielsweise Häuser bauen. Allerdings muss man da ganz ehrlich sagen, da gehst du auf eine Baustelle, dann zack, geht's los, du trägst Steine und dann um 16, 18 Uhr zack, abgeschaltet, du trägst keine Steine mehr und hast ab dann den Abend für dich frei und bist zu Hause. Ein YouTube-Job ist natürlich nicht so, dass du 8 Stunden dich an deinem PC setzt und die ganze Zeit arbeitest und dann ist vorbei. Allerdings ist es halt so, dass du dich in meinem Fall 4 Stunden an PC setzt, Video aufnimmst, schneidest und danach geht's aber weiter. Dann, ich weiß nicht, wie oft ich dann Mails noch beantworte für 1-2 Stunden oder telefoniere bezüglich irgendwelcher Kooperationen oder dann auch einfach diese Tatsache, dass man dann zwischendurch Instagram checkt, aber nicht einfach checkt, was andere gepostet haben, sondern man checkt halt seine Stats und guckt halt, yo, wie läuft das neue Video, ich beantworte ein paar Kommentare, Interaktion mit den Zuschauern etc. pp. Das sind viele weiche Faktoren, die überhaupt nicht mit diesen harten Faktoren von wegen morgens 8 Uhr bis abends 16 Uhr Steine tragen zu vergleichen sind.
Und das sieht man nicht und es kommt nicht rüber in YouTube-Videos von eurem Lieblings-YouTuber beispielsweise. Allerdings sind YouTuber an sich wirklich häufig Schauspieler in ihren Videos. Also ich bin ganz ehrlich, ich rede auch gerade viel lauter und viel euphorischer. Ich sitze auch ganz anders, als wenn jetzt Kumpels da wären. Ich halt sagen würde, yo, lass mal losgehen, was essen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ich hoffe, ihr versteht, was so ein bisschen der Sinn dieses Videos hier ist. Ich versuche euch mehr oder weniger drei Sachen auf den Weg zu geben. Erstens, wenn ihr eine Person seht auf YouTube, die total happy ist und dann sagt, yo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wir machen heute dies und das und bla, das kann hinterm Vorhang komplett anders aussehen. Deswegen das Beispiel Wiz Gabasaf mit dem Video, was er vor ein paar Tagen hochgeladen hat. Anton hat in den letzten Monaten weiter regelmäßig Videos hochgeladen und ich hatte ja Anton, was ich auch gesagt hatte, auf der Spotify-Party gesehen vor einem halben Jahr etc. pp. Er war hier bei mir mit in der Wohnung für mehrere Stunden. Das war eine Person, der hätte ich dir nicht sagen können, hey, der hat total viel Dreck gerade am Stecken, was hinter den Kulissen alles abgeht. Anton ist ein total netter, sympathischer, unfassbar freundlicher Mensch, der auch, wenn du mit ihm essen gehst, der Erste wäre, der sagt, hey, komm, Digga, lass stecken, ich zahl die Scheiße. Deswegen hätte ich nie mit so einem Video gerechnet und vor allem nicht damit gerechnet, was bei ihm seit Jahren im Hintergrund vorgeht. Und genauso wenig bei Kelly. Kelly, jede Woche neues Video, immer lustig drauf, netter Mensch, wenn man sie persönlich trifft und dann plötzlich kommt ihr Nervenzusammenbruch-Video. Man weiß nicht, was bei den Leuten hinter den Kulissen abgeht. Also das ist Punkt Nummer 1. Nur weil sich jemand irgendwie im Internet als so fröhlich herausstellt oder herausgibt oder keine Ahnung was, es passiert eben immer. Jeder hat irgendwie Probleme im Hintergrund. Punkt Nummer 2, den ich euch heute mitgeben möchte, ist ganz einfach, wenn ihr Einnahmen erzielt, rechnet einfach mit der Hälfte. Rechnet immer mit der Hälfte. Egal ob YouTuber oder selbstständig in einer anderen Branche oder ob überhaupt nicht selbstständig. Mit der Hälfte rechnen und man ist auf der sicheren Seite. Ja, fliegen einfach mal 4000 Kraniche hier über mein Haus. Also zum Punkt Nummer 2, rechnet immer mit der Hälfte. Wenn ihr 10.000 Euro verdient, rechnet damit, dass ihr 5.000 Euro ausgeben könnt. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und habt keine Nachzahlungen, Strafen etc. Mittlerweile ist es in meinem Fall sogar schon so, dass ich Steuervorauszahlungen tätigen muss. Das heißt, das Finanzamt sagt dann, hey, für das kommende Jahr 2020 wissen wir, du hast 2019 so und so viel verdient und dann zahlst du uns jetzt schon mal die Steuern für 2020. Dann ist es halt so, dass wenn man mehr verdient, man Ende 2020 nochmal was nachzahlen muss an Steuern und wenn man weniger verdient, bekommt man was zurück vom Finanzamt. Sinn verstehe ich auch nicht, aber ist halt das Gesetz. Ich habe von so vielen deutschen YouTubern bisher mitbekommen, dass sie irgendwelche Steuer- und Wirtschaftsprüfungen hatten, unter anderem ja Unge und Monte beispielsweise, aber ich denke mir, wenn man von Beginn an alles richtig macht. Und ich weiß noch, ich hatte von Beginn an einen Steuerberater und dann mir andere kleine YouTuber gesagt, hey, das macht gar keinen Sinn. Ich mache YouTube seit 6 Jahren und ich hatte noch keine Prüfung, weil die halt die Zahlen sehen und wissen, hey, das wird vernünftig und korrekt alles gemacht. Und die dritte und letzte Sache, die ich euch heute mitgeben möchte, ist ganz einfach, seid ihr selbst. Lasst euch nicht von irgendwelchen Rückschlägen oder irgendwelchen Scheißkommentaren oder irgendetwas anderem runterbringen lassen und in ein Loch schmeißen lassen. Bei Anton war es leider der Fall, dass es ihn so weit runtergebracht hat, dass er zu Drogen gegriffen hat. Deswegen Leute, nach jedem Regen kommt Licht und Sonne. Irgendwie so geht das Zitat, das habe ich auch bei Anton drunter geschrieben. Und das war bisher bei jedem in jedem Leben immer so. Ich will auch gar nicht mehr lang jetzt reden, ich habe nur dieses Video gesehen von Anton und habe es mir wirklich komplett angeschaut, 74 Minuten lang und es war bei mir einfach so, ich habe mich danach gefühlt, auch ein Video dazu zu machen. Vor allem, weil ich ja zu Kellys Video und zu Montes Video, die ja auch Millionen Aufrufe haben, schon damals mir gesagt habe, nee, will ich jetzt nicht meine Meinung zu sagen. Ich bin ja eigentlich in 99% der Fälle ein Kanal, der täglich sein Video bringt, wo er irgendwelchen neuen Schwachsinn ausprobiert und so weiter und so fort. Allerdings finde ich es auch manchmal schön, einfach meine Meinung zu irgendeinem Thema zu sagen. Es geht natürlich jetzt nicht persönlich gegen Anton, wenn ich sage, hey, dein Schwestervideo war scheiße oder Kelly, dein Nervenzusammenbruch-Video fand ich ein bisschen übertrieben oder Monte, bist du echt so blöd und weißt nicht, wie Steuern funktionieren. Das sind natürlich alles keine persönlichen Angriffe. Ich mag Kelly, ich mag Anton unfassbar gern, sind ganz, ganz nette Menschen und Monte, ich glaube, das ist wirklich ein Mensch, der keinem was Böses tun möchte. Es gab ja auch diese Rassismusvorwürfe und so weiter und so fort. Also allgemein gab es ja ziemlich viel Vorwürfe gegen Monte. Aber ich glaube, Monte ist wirklich auch tief im Herzen ein ganz, 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 ganz lieber Mensch. Allerdings hoffe ich, euch hat das heutige Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte eventuell dem einen oder anderen ein bisschen was erklären bzw. näher bringen bzw. auch den einen oder anderen Tipp geben, wie man sich als YouTuber verhalten sollte, wie man sich allgemein in unserer Wirtschaft mehr oder weniger verhalten sollte. Ich habe 50 Minuten gerade geredet und die Sonne geht gerade unter. Und dann würde ich jetzt auch das Video beenden. Tschüss!